Morgen, Herr Gerald. Ja, gut. Ich bin Herr Jensen und rufe von Nomatic an. Sie haben eine Anmeldung gemacht, Onlinehandel, Online-Training. Kevin Rams, der Apparat von Neomatic, wo Sie jetzt gerade angemeldet sind, ja? Okay, und wie lautet Ihre YouTube-Account? Ich würde mir an deiner Stelle tatsächlich wirklich ganz dringend einen vernünftigen Job suchen, weil das, was du da machst, ist einfach nicht in Ordnung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es wieder um zwei Betrüger an einer Leitung und naja, die Intelligenz von der ersten ist natürlich wie immer und der zweite, der kommt recht schnell drauf, dass wir hier auf YouTube unterwegs sind. Und mit dem unterhalte ich mich auch noch eine kleine Weile, aber ihr könnt euch das vorstellen, einsichtig weniger. Ja, Herr Gerald. Ja, gut. Ich bin Herr Jensen und rufe von Nomatic an. Sie haben eine Anmeldung gemacht, Onlinehandel, Online-Training. Aha. Ja, und mit Onlinehandel können Sie das Geld verdienen. Zum Beispiel nur 250 Euro können Sie 1000 verdienen. Mhm. Verstehen Sie? Okay, ich habe eine Frage. Benutzen Sie die Visa-Card oder Mastercard? Ja, also ich muss ja sagen, das Gespräch beginnt ja schon wieder absolut seriös. Das Erste, was sie sagt, ich kann mit 250 Euro wieder jede Menge Geld verdienen. Und ja, dann legen wir gleich mit der Visa-Karte los. Aber vielleicht erstmal über das ganze Produkt unterhalten und wie ich Geld verdienen kann, braucht man sich ja keine Mühe mitgeben. Ich habe eine Visa-Karte. Visa-Karte, okay. Dort haben Sie 250 Euro, oder? Also der Einstieg ist schon wieder unfassbar seriös. Sie fragt mich eigentlich zu Beginn des Gesprächs nach einer Kreditkarte. Ich sage, ja, habe eine Visa. Und das Erste, was sie fragt dann, ist, dort haben Sie 250 Euro, ja? Also ich glaube, es geht los. Wo hab ich fast nicht eingezahlt? Habe ich noch eine offene Rechnung? Okay, warten Sie bitte. Ich werde eine E-Mail senden. Kriege ich jetzt eine Mahnung? Herr Gerold, ich werde eine E-Mail senden und dort können Sie diesen Link. Verstehen Sie? Ja. Okay, warten Sie bitte. Also ich glaube, ich habe jetzt hier mehr als deutlich gemacht, dass ich nicht verstanden habe, was sie von mir will. Ich frage sie, ob ich irgendwo eine offene Rechnung habe. Ich meine, das könnte tatsächlich ja vielleicht auch eine Frage sein, die man so als verunsicherter Kunde stellt am Telefon. Oh Gott, kriege ich jetzt eine Mahnung? Soll ich noch irgendwo was bezahlen? Und die sagt einfach, ja, ich schick Ihnen eine E-Mail zu. Und die E-Mail ist dann tatsächlich eine Rechnung. Also ich glaube, es geht los. Habe ich was nicht bezahlt? Ja. Einen Moment. Bitte. Okay. Ihre E-Mail ist gerold.steiner@mdcc.de, oder? Nochmal, das habe ich nicht verstanden. Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Na, Sie haben ja gerade vorgelesen. Machen Sie mal nochmal, ich habe das nicht richtig verstanden. Okay, ich werde eine E-Mail senden und dort können Sie sehen. Ja, einen Moment. Ich habe eine E-Mail senden. Sehen Sie bitte, Herr Gerold. Ja, wie ihr sicherlich wieder bemerkt, den IQ heute kann man leider wieder nicht in Zahlen fassen. Meine E-Mail-Adresse ist eva.jensen. Moment. Okay. Oh, dann melde ich mich mal bei E-Mail an. Ist gekommen, oder? Ich muss mich ja erstmal bei E-Mail anmelden. Immer mit der Ruhe. Okay. So, und worum geht's da jetzt genau? Ja, klicken Sie bei dieser Link. Ja, wie gesagt, ich muss das ja jetzt erstmal aufmachen, aber Sie können mir ja schon mal sagen, worum das geht. Okay, sehen Sie die First Name, Last Name, oder? Also, sie reagiert einfach gar nicht auf meine Frage und macht weiter in ihrem Programm. Und die versteht mich scheinbar auch absolut überhaupt nicht. Ich sehe, wie gesagt, gerade noch gar nichts. Sie sollen mir was erklären.
Okay, verstehe. Ich habe eine E-Mail gesendet und dort können Sie zusammen ausfüllen. Hm. Danach können Sie mit Broker sprechen. Was ist Broker? Hallo? Na, hallo? Ja? Ich bin gerade mit Herrn Steiner, ja? Ja, wer sind Sie jetzt? Ja, also wirklich absolut unfassbar. Ich telefoniere mit der Tante keine 2 Minuten und schon ist sie absolut gnadenlos überfordert. Ja, und dann ist aber einmal ohne Ankündigung jemand anderes in der Leitung. Ich dachte, es geht hier um Geldgeschäfte. Kevin Rams, am Apparat von Neomatik. Wo Sie jetzt gerade angemeldet sind, ja? Ich verstehe immer noch kein Wort. So, ich melde mich von Neomatik, wo Sie jetzt eine Anmeldung gemacht haben. So, Sie haben Interesse in ein Online-Trading gezeigt, oder? Ja, kann sein, aber auf welcher Seite? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Ja, von AB. So, beim AB haben Sie die Werbung gesehen. So, und da sind Sie interessiert über eine Online- Investitionen durch eine automatisierte Software, oder? Ja, das kann schon sein, aber ich habe Ihren Seitennamen immer noch nicht verstanden. Sie sprechen den extrem undeutlich aus. Neomatik. Neomatik, genau. Buchstabieren Sie mir das mal. Nikolas, Emily, ja? Otto, ja? Otto, ja? Martha, ha? Anthony, ja? Theodor, ja? Italia, ja? Cesar. Ja? Und com. Genau. So. Ach ja, die Seite, Genau. Haben Sie die Seite gefunden? Ne, die habe ich jetzt auf, ja, da ist sie so in Gold. So, genau, so da waren Sie vor 5 Minuten sich eingeloggt. Weil normalerweise haben Sie ein Video bei unserem Werbungskampagne gesehen, bei MAPI. Und da haben Sie Ihre persönliche Daten eingegeben. E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Rename auch. Und normalerweise sind Sie sofort bei Neomatik dann eingeloggt. Mhm. Und was meine Mitarbeiter gesagt haben, so Sie benutzen eine Kreditkarte und wollten Sie die Einzahlung jetzt tätigen, oder? So, damit Sie den Handelskonto aktivieren können. Ah ja, genau. Also der Typ weiß schon mittlerweile von der Kreditkarte Bescheid. Dabei hat die Tante ja einfach nur das Telefon weiter in die Hand gedrückt und hat ja mit dem gar nicht gesprochen. Also wird er wohl die ganze Zeit schon zugehört haben. Da ist wieder dieses Riesenindiz für die kriminellen Callcenter. Die sitzen immer zu zweit an der Leitung. Keine Ahnung, warum man ja so viele Arbeitskräfte da verschwenden muss. Wahrscheinlich, weil sie sich selber einfach dessen bewusst sind, dass die Intelligenz der Mitarbeiter nur bis, bis zum nächsten Toastbrot reicht. Und deswegen sitzen die da automatisch zu zweit. Tja, aber irgendwie sind beide nicht besonders helle in der Birne. Da weiß ich nicht, die Mitarbeiterin meinte, ich habe noch irgendwie eine Rechnung auf und muss 250 Euro bezahlen. Ne, das ist leider nichts. 250 Euro bezahlen. Sie werden 250 Euro einzahlen von Ihrer Kreditkarte oder Ihrem Bankkonto zu diesem neuen Konto, das Sie nur zu handeln benutzen werden, ja? Na, habe ich da jetzt was falsch gemacht? Nochmal bitte? Habe ich da was falsch gemacht? Nein, noch nicht, haben Sie nicht gemacht. Okay. Aber Sie haben ein neues Konto bei uns geöffnet, aber es ist noch nicht aktiv, das heißt, können Sie gar keine Operation da einstellen und können Sie keinen Profit da haben. Aber sobald Ihr Handelskonto schon aktiviert ist, gut, das werden wir zusammen machen und werden wir die automatisierte Software für Sie aktivieren. Mhm. Und sobald Ihr Handelskonto schon aktiviert ist, dann werden Sie weitergehen mit dem Operationen, Profiten und die automatisierte Software. Also, die reden sich wirklich jedes Mal im Kopf und Kragen. Das Ganze ohne Punkt und Komma, ohne Luft holen, einfach nur irgendein Bullshit aneinandergereiht und da soll man dann sein Geld einzahlen. Wenn es geht, wenigstens 250 Euro. Weniger ist ja bei den meisten nicht drin. Ja, und wer noch ein bisschen mehr übrig hat, kann natürlich auch ein Tausender noch draufpacken. Ist ja, ja. Ja. Okay, so, Ihre E-Mail-Adresse lautet grol.steiner@
mdttfan.de, oder? Ja, genau. Hm? Okay, können Sie sich bei meiner E-Mail-Adresse einloggen? Da haben Sie... Bei Ihrer E-Mail-Adresse? Nein, bei Ihrer E-Mail-Adresse. Gehen Sie beim Posteingang. Also da haben Sie ein neues E-Mail von uns bekommen. Also bei meiner denn? Ja, bei Ihrer E-Mail-Adresse. Hm, bin ich jetzt drin, ja? Ist aber ja, noch nichts da von euch. Vielleicht ist das beim Spam gekommen. Dann guck ich mal im Spam. Das dauert okay. Dann so ein bisschen mit dem Laden, weil da sind 40.000 E-Mails drin. Ich weiß nicht. Kann sein. Ja, das dauert jetzt. Jetzt habe ich da drauf geklickt. Okay. Ja, so ist es in der Tat. Also dadurch, dass ich dieses Konto nur für diese Zwecke hier benutze, ich meine innerhalb von, keine Ahnung, ich bin jetzt ungefähr einen Monat hier dabei und seitdem sammeln sich da E-Mails an ohne Ende. Also es ist wirklich nicht in Worte zu fassen, wie viel da eigentlich die ganze Zeit reinkommt. Wahnsinn. Und mittlerweile braucht das Postfach tatsächlich schon länger als am Anfang und wird aufgrund der Masse der E-Mails echt auch schon langsam. Nee, da ist scheinbar auch nichts von euch drin. Von Neva.Jensen vielleicht? Gibt es keine E-Mail? Mhm. Also die letzte E-Mail, die ich bekommen habe, ist von Money Academy um 11.49 Uhr. Ne, wir haben gar nichts mit es zu tun. Aber nee. Können wir wieder so machen? Dann habe ich jetzt hier noch das neue Samsung Galaxy S21 5 GB. Ist das von euch? Ja. Ne. Okay. Ja. Wenn Sie das so machen, so können Sie ein neues E-Mail mir schreiben und da schicke ich Ihnen so eine E-Mail zurück. Ja, dann Moment, dann mache ich mal E-Mail auf, also das neue Schreiben. Kleinen Moment. Können Sie bei ein neues E-Mail. Ja, und das dauert auch wieder. Wozu brauche ich das mit der E-Mail? Okay, soll ich jetzt meine E-Mail buchstabieren? Ja, nee, die Frage war, wozu brauche ich das mit der E-Mail? Nochmal bitte. Wozu ich das mit der E-Mail brauche? Wozu das wichtig ist? Weil ich werde Ihnen unseren Einzahlungslink schicken, wo Sie Ihr Handelskontakt kriegen werden. Ah, weil er mir einen Einzahlungslink schicken will, brauche ich das mit der E-Mail. Klingt ja unfassbar seriös. Ich dachte, ich bin auf der Webseite von denen bereits eingeloggt und wenn die eine Webseite haben, warum kann ich nicht da einzahlen? Ich meine, stellt euch mal vor, ihr kauft euch was bei Amazon und müsst danach bei MoonPay oder irgendwo anders dann Geld einzahlen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Deswegen brauchen wir den E-Mail von Ihnen. Achso, mache ich das nicht bei Ihnen auf der Seite? Nee. Achso, ja gut, dann sagen Sie mal die E-Mail. Okay, so... Eva, Emily, Moment, Victor, das heißt nicht Anthony. Der erste okay. Buchstabe? Emily. Ja. Victor. Ja. Anthony. Ja. Punkt. Ja. J. Ja. Emily. Ja. Nikolas. Ja. Stefan. Ja. Emily. Ja. Nikolas. Ja. Ed. Moment. Ja. Neumatik.com. Oh, buchstabieren Sie mal, weil das kann ich mir so gar nicht merken. So, die Seite, die ich Ihnen so erstmal buchstabiert habe, ja. So, Nikolas, Emily. Ja. Otto. Ja. Martha, Anthony. Ja. Theodor. Ja. Italia. Hm. Cesar. Ja. .com. Hm. So, und was soll ich in den Betreff reinschreiben? Ist egal. Okay, und ins Textfeld? Ja. So, nun schreiben Sie das. Schicken Sie es zu mir. So, dann habe ich das gemacht. Und habe ich jetzt abgeschickt, ja? Okay, warten wir. Hm. So, ist angekommen? Nee, noch nicht.
Also bei mir ist die scheinbar raus. Können Sie mir die E-Mail-Adresse überprüfen? Vielleicht haben Sie einen Fehler da gemacht. Na, Sie haben ja buchstabiert. Ja. Soll ich auch nochmal buchstabieren? Ja. Moment, dann gehe ich bei gesendet, ja? Okay. So, die E-Mail-Adresse ist ewa.jensen@neoomatic.com. Genau. Ja, dann habe ich richtig geschickt. In Ordnung. Was sind Sie beruflich, da habe ich eine Frage. Beruflich? Ja. Warum wollen Sie denn das wissen? Weil Sie werden einer von uns sein. Ja, Sie werden unserem Kunde sein, deswegen wollen wir mit welchem Kunde arbeiten wir. Ist ja wieder eine ganz tolle Aussage, warum er meine Berufstätigkeit wissen möchte. Weil ich werde einer von Ihnen sein und man möchte ja seine Kunden kennenlernen und so ein Blödsinn. Mhm. Ja, aber sonst fragt mich doch auch keiner danach, was ich mache. Oder vielleicht man sieht etwas auf Internet, oder? Arbeiten Sie irgendwo? Ja, ich glaube, an der Stelle hat er denn schon so langsam den Braten gerochen, in welche Richtung das geht. Weil sonst würde der mich nicht fragen, ob ich im Internet arbeite. Ja, ich arbeite. Im Internet, oder? Nein. Echt? Haben Sie jetzt die E-Mail bekommen oder nicht? Nee, noch nicht. Vielleicht haben Sie es nicht gesendet. Doch, ich habe es gesendet. Haben wir zusammen bevor geredet oder nicht? Das ist das erste Mal, dass Sie eine Anmeldung machen. Ich habe mich jetzt hier das erste Mal angemeldet. Da war hier was bei Facebook in der Werbung. So haben Sie keinen Handelskönner bis jetzt aktiviert, oder? Mhm. Echt? Warten Sie mal, jetzt ist die E-Mail hier zurückgekommen. Aber wieso? Weiß ich nicht, hier steht Mailer-Dämon. Die E-Mail konnte nicht zugestellt werden. Ja, das habe ich tatsächlich so zurückbekommen, dass die E-Mail nicht zugestellt werden konnte. Ich weiß nicht, was sie mit ihren Postfächern machen, das ist jetzt schon das zweite Mal. Aber irgendwas scheint bei denen nicht so richtig sauber zu laufen mit der Technik. Aber was brauche ich denn jetzt noch für einen Link, weil ich bin ja auf ihrer Webseite. So, ich habe unsere Webseite buchstabiert. Aber Sie haben mir noch nicht so gesagt, was sind Sie beruflich. So, wieso gibt es ein Problem? Ja, weiß ich aber jetzt nicht, warum Sie das wissen wollen. Also wie gesagt, Sie werden eine von uns sein, ja? Ja gut, aber deswegen muss ich ja, ja nicht... Ja, und normalerweise, bevor Ihre Handelskonto schon aktiviert ist, brauchen wir einige Unterlagen, damit wir Ihnen als unserem Kunden verifizieren können. Danach haben wir die aktiviert. Ja, aber dafür müssen Sie ja nicht wissen, was ich beruflich mache. Das ist ja Blödsinn. Ja, so, weil wie gesagt, ich glaube, dass wir haben zusammen bevor gesprochen. Ich wüsste nicht, wann wir miteinander gesprochen haben sollen. Ja, ich nehme mal hier vorne weg. Der Typ muss tatsächlich schon mal mit irgendjemandem von YouTube vorher gesprochen haben, weil er kommt da auch gleich drauf. Aber definitiv nicht mit mir. Ich vermute mal, dass einer von den anderen Verbrechern hier auf YouTube schon mal am Werk bei ihm war. Keine Ahnung, aber die scheinen das in dem Callcenter schon mittlerweile zu kennen, dass sie am Ende eh auf YouTube landen werden. Aber die nehmen es auch scheinbar schon mittlerweile echt sportlich auf. Ich meine, ihr habt mich doch jetzt hier angerufen. Okay, so darf ich Ihnen fragen, was haben Sie bei der Werbung gesehen? So haben Sie alles richtig verstanden, oder? Na, ich habe jetzt hier bloß bei Facebook war hier so ein Beitrag, wo einer geschrieben hat, dass man da 250 Euro einbezahlt. Was? Hatten Sie da Unklarheiten oder haben Sie alles verstanden? Na, weiß ich nicht. Ich komme irgendwie auch in den Online-Login nicht mehr rein. Also ich habe mich angemeldet, aber es geht halt auch nicht weiter. Ja. Können wir das so machen dann? So, weil ob Sie Schwierigkeiten in den E-Mail gefunden haben, dann können Sie die Transaktion übernehmen. Dann am Ende werden Sie selber bestätigen. Was das ist. Na, dann müssen Sie mir aber auch dazu eine E-Mail senden. Es ist ja noch nichts angekommen.
fest, nicht? So, vielleicht das Problem steht mit der E-Mail-Adresse, nicht mit dem Unternehmen. Ich komme aber auf Ihrer Webseite nicht rein, mit den Daten, mit denen ich mich angemeldet habe. Nochmal? Ich sage, ich komme auf Ihrer Webseite auch nicht rein, mit den Daten, mit denen ich mich angemeldet habe. Sie fragen bei unserer Webseite. Ja, aber ich komme nicht mehr rein. Aber wieso? Ja, weiß ich ja nicht. Kannst du. Das kannst du machen. Ja, aber wenn ich meine E-Mail-Adresse und mein Passwort eingebe, ja, dann komme ich da nicht rein. Aber welchen Passwort haben Sie eingegeben? Ja, das Passwort, was ich vergeben habe bei der Registration. Nee, Sie haben kein Passwort eingegeben. Hat man da nicht selber eingegeben? Nee, haben Sie keinen da eingegeben. Also kommt da irgend so ein Standardpasswort dann per E-Mail? Ja. Ja gut, die habe ich auch noch nicht. Also von eurer Seite habe ich noch gar nichts bekommen jetzt weiter. Ja, so ist es auch tatsächlich. Also ich habe von der Seite weiter überhaupt keine E-Mails mehr bekommen. Auch nicht das Passwort, was man mir hätte zuschicken müssen angeblich bei der Registration. Was ich noch dazu sagen kann, das Ganze war hier in dem Fall tatsächlich eine Werbeanzeige über Facebook. Da kann vom Prinzip erstmal Facebook nichts dafür. Allerdings wurde hier in der Werbung angezeigt die Höhle der Löwen. Das kennt man ja schon. Wenn man da drauf geklickt hat, wurde man auf eine Webseite, die angeblich der Spiegel ist, weitergeleitet. In der URL oben stand aber was komplett anderes. Also in der Adresszeile vom Internetfenster. Also das Ganze war hier einfach nur ein Betrug, wo Bilder aus dem TV geklaut wurden und ein schöner Text dazu geschrieben wurde und dass man hier mit diesem System richtig fett Geld absahnen kann. Da habe ich mich dann einfach mal angemeldet. Ja, und es hat halt eben auch echt nicht lange gedauert. Da klingelte dann auch schon das Telefon. Unseriöser geht's nicht. Ich habe, wie gesagt, hier auch wirklich kein eigenes Passwort vergeben. Das hätte man mir per E-Mail automatisch wohl zugeschickt, ist aber nie angekommen. Das Problem mit der Höhle der Löwen, soweit mir bekannt ist, läuft da tatsächlich sogar schon was mit der Kriminalpolizei. Zumindest gibt es offizielle Berichte dazu, dass die Kriminalpolizei selbst davor warnt. Das ist ja schon mal ein großer Schritt weiter als bei vielen anderen Trading-Plattformen, die so unseriös im Internet unterwegs sind. Dann scheint irgendwas mit eurer E-Mail nicht zu stimmen, wenn gar keine E-Mail rausgeht. Wie gesagt, das Problem vielleicht ist mit Ihrer E-Mail-Adresse, ja? Na, ich gebe bei E-Mail meine E-Mail-Adresse ein, das ist richtig. Ja, ja. So, aber dann geht's ja nicht weiter. Ich brauche ja ein Passwort dazu. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr ein ganz unseriöser Laden seid. Ja, und hier habe ich es auch mal so direkt gleich angesprochen, weil offensichtlicher geht es ja hier tatsächlich echt nicht mehr. Ich meine, viele von den Betrügern geben sich in Anführungszeichen tatsächlich noch ein bisschen Mühe, aber hier steckt ja nicht mal Mühe dahinter. Das ist einfach nur plump, idiotisch und absolut dumm, das Ganze. Hallo. Hallo. Ja, was denn nun? Warten Sie kurz, ich habe was anderes zu tun. Ich übersetze mal nochmal, der hat tatsächlich gesagt, warten Sie kurz, ich habe noch was anderes zu tun. Ja, ist ja schön, dass Sie was anderes zu tun haben, aber ich dachte, Sie wollen mir hier 250 Euro klauen. Das ist schon ein bisschen dumm, wenn man dann nebenbei was anderes noch macht. Nee, dann habe ich gesagt, dass ich will von Ihnen 250 Euro klauen. Ja, natürlich, was anderes machen Sie ja mit den Leuten nicht. Sie sind ein Betrüger und ein Abzocker. Einfach nur ein Krimineller. Was habe ich gesagt? Ja, Sie sind kriminell. Echt? Ja, Sie sind kriminell. Das hört man ja auch zum Beispiel an dem scheiß Klatschen im Hintergrund, weil ihr gerade wieder jemanden abgezockt habt. Nee. Na ja, natürlich, was anderes ist es nicht. Was hab ich Ihnen so gesagt über 250 Euro oder etwas anderes? Nee, ich habe gar nichts gesagt. Ja, aber ich weiß ganz genau, aber dass Sie die gesagt, Cola einfach nur nehmen und dann ist es weg. Nee. Na, natürlich. Nee. Du brauchst mir ja keine Märchen erzählen, ich bin okay, nicht doof. Aber hast du ein neues... Hast du ein neues Video jetzt gemacht, oder ne? Eure scheiß Betrugsmasche funktioniert nicht mehr. Scheiße. Machst du gar nichts mehr, ja? Mhm. Okay, und wie lautet Ihre YouTube-Account? Tja, musst du wohl googeln. Beschäftige dich mit dem Thema und dann wirst du es schon finden. Aber ich denke fast, dass deine Intelligenz dafür nicht reichen wird. Wie lautet es? Ja, habe ich dir doch gerade gesagt. Ich will
bedanke mich für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen alles Gute, okay? Das glaube ich nicht. Wünsche ich dir auf jeden Fall aber nicht. Wieso? Aber wieso? Ja, weil du ein scheiß Abzocker und Betrüger bist. Und? Ja, schämst du dich nicht dafür? Kannst du überhaupt noch abends im Spiegel gucken? Und? Und? Und ob ich ein Betrüger bin, warum soll ich Ihnen keinen hin so alles die Guten wünschen? Ja, weil es eh nicht stimmt. Aber ich meine, letztendlich, ich frage mich, wie man sich da abends noch echt ins Spiegel gucken kann, wenn man die Leute betrügt. Nee. Ja, nicht nee. Aber, tu nicht immer so blöd. Ihr wisst das ganz genau. Du brauchst nicht so blöd tun. Und du bist auch eine Betrüger, ja. Ich bin eher dazu da, um die Betrüger mal vors Licht zu führen. Du lügst mich. Ich lüge dir so. Weißt du, ich würde mir an deiner Stelle tatsächlich wirklich ganz dringend einen vernünftigen Job suchen, weil das, was du da machst, ist einfach nicht in Ordnung. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Ja, das war wieder nicht anders zu erwarten. Kaum sagt man denen, dass die Betrüger sind und ja, dann haben sie auch schon gar keinen Bock mehr, sich da irgendwie noch zu rechtfertigen. Also, die geben sich ja da auch wirklich nicht mal Mühe, das Ganze noch irgendwie ja aufzulösen oder wieder ins gerade Licht zu rücken. Tja, aber was soll man von den Plattformen anders erwarten? Wichtig ist nur, dass ihr auf diese Leute nicht reinfallt und möglichst viele davon einfach informiert, was es so für Maschen eben leider gibt. Und ja, wenn ihr möchtet, dann teilt gerne das Video, gerne auch meine anderen Videos auf WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook und was es da sonst noch alles gibt. Ja, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Ein Abo wäre ganz schön, dann verpasst du auch keine weiteren Videos mehr von mir. Und wenn du möchtest, dann findest du jetzt hier noch das letzte Video und auch die komplette Playlist zu allen anderen Videos. Vielen Dank fürs Reinhören. Ciao, ciao.